Willkommen zur Schnittkonstruktion des Grundschnitts der Hose, DOB, Damenoberbekleidung. Das ist das Endprodukt. So sieht der Grundschnitt aus. Sie sehen hier, sind wieder die Rasterlinien drin. Wir haben die Hosenbeinmitte, wir haben die Taillenlinie, die Hüftlinie, die Schrittlinie, die Knielinie und die sind vorne und hinten. Die Hose, der Grundschnitthose geht bis in die Taille. Das Schnittmuster selber ist hier das Endprodukt. Sie sehen hier wieder das Raster. Wie beim Schüpp ist hier auch bei der Hose die Rasterkonstruktion der Start. Wir haben hier die Rückenmittellinie, dann die Breite, die Hüftbreite und die vordere Mittellinie, da endet das Raster. Die Seitennaht, die Linien kennen Sie schon bereits, die Taillenlinie, die T-Linie mit den T-Punkten, die H-Punkte auf der H-Linie und die S-Linie, die Schrittlinie, die ist neu. Auf dieser Linie wird das Bein konstruiert, das dann eben bei der Hose rundherum geht, im Unterschied zum Schüpp. Neu ist auch die Knielinie und die Länge, die kennen Sie vom Schüpp. Ich habe als Vergleich nochmals die beiden Raster da nebeneinander gehängt. Da ist der Raster des Schüpps und da ist der Raster der Hose. Die vordere Mitte, die Rückenmitte, ein Raster startet ja immer in der Rückenmitte und endet in der vorderen Mitte. Wir haben hier die Taillenlinie, die ist auf gleicher Höhe. Dann haben wir die Hüftlinie, die ist bei beiden gleich, aber nicht auf der gleichen Höhe. Und hier bei der Hose haben wir die Schrittlinie auf dieser Linie, die wird dann noch weitergezogen, um dann wirklich ums Bein herum schließen zu können. Was Sie hier sehen, ist die unterschiedliche Höhe der Hüftlinie. Und zwar haben wir beim Schüpp hier einfach ein Standardmaß. Das ist 20 cm von der T-Linie bis zur H-Linie sind es 20 cm. Bei der Hose ist die Situation anders, weil bei der Schrittlinie das Schnittmuster nochmals hängt. Der Schüpp hängt ja einfach gerade und bei der Hose da hält das Modell ums Bein herum. Und die Hüftlinie wird im Verhältnis eingezeichnet, in einem definierten Verhältnis eingezeichnet von der Taille zur Hüfte. Das ist der Unterschied, aber sonst so das Konstruktionsvorgehen ist genau das gleiche. Um starten zu können mit der Grundschnittkonstruktion, brauchen Sie Folgendes. Maßstab 1 zu 3. Ich empfehle Ihnen auch hier wieder die Konstruktion mitzumachen im Maßstab 1 zu 3, damit Sie anschließend in Ihren Unterlagen die Konstruktion ablegen können. Die kleine Kurve, die in die Hand immer gehört. Dann das Geodreieck. Das große 15, 15. Die große Kurve, die dann bei der 1 zu 1 Konstruktion wichtig ist. Bei der 1 zu 3 Konstruktion sind die Kurven zu groß, da brauchen wir sie noch nicht. Das Gleiche gilt für den Hüftbogen, den brauchen Sie für die 1 zu 1 Konstruktion. Bei der 1 zu 3 Konstruktion brauchen wir ihn manchmal, wenn wir einfach den Bogen nicht finden. Dann nehmen Sie ein A3-Blatt, Hochformat, damit die gesamte Hose drauf Platz hat. Halten Sie den Rechner in der Nähe. Wir müssen einiges rechnen hier, Prozent rechnen, Bruch rechnen, Bleistift und ein Radiergummi zur Sicherheit, falls mal eine Linie nicht aufs erste Mal gerade klappt. Von den Unterlagen ist immer gut, die Original-Maßtabelle in der Nähe zu haben. Dann
braucht es die Schnittkonstruktion der Hose, damit Sie die Punkte immer sehen, wo die Punkte und die Linien ansetzen. Die Konstruktionsmaßtabelle, die Konstruktionsmaße einerseits und natürlich die Konstruktion selber ist auch immer schön, wenn Sie sie daneben haben und alles, was ich hier erkläre, immer gerade auch sehen können. Ja, das wäre dann der zweite Teil. Ich hänge es noch vorläufig noch da nach hinten, weil wir den am Anfang noch nicht brauchen. Und bevor die Konstruktion beginnt, ist es wichtig, die Maße aufzuschreiben, die Konstruktion zu beschreiben. Die gehört auf jeden Grundschnitt, damit immer klar ist, was da gemacht wurde. Und die Beschreibung ist Grundschnitt Hose, DOB, Damenoberbekleidung, Größe 40, und bei Ihnen, wenn Sie mitmachen im Maßstab 1 zu 3, dann steht das hier, damit immer das Verhältnis klar ist. Maßstab 1 zu 3. Dann brauchen wir die Maße natürlich, die TW. Entnehme ich der Maßtabelle, den Konstruktionsmaßen der Maßtabelle Größe 40 ist 37 cm plus 1 Bequemlichkeit. Hüftweite 49 cm, ebenfalls der Standard-Maßtabelle entnommen, plus 1 cm Bequemlichkeit. Wir haben die Länge. Die Länge wird definiert mit 106 cm. Das ist die Seitenlänge. Das ist die Länge von zum oberst bis zu unterst, oder wenn wir es am Raster anschauen, dann ist es die Länge von der Taille bis zum Boden. Das ist die Seitenlänge. Und diese 106 cm, natürlich sind das gemessene Maße, aber die beziehen sich auf eine durchschnittliche Größe von 1,76, 1,78, die einfach festgelegt wurde für die Standardkonstruktion Größe 40. Dann haben wir die innere Beinlänge. Die innere Beinlänge ist das Maß vom Schrittpunkt ebenfalls bis zum Boden, und am Raster ist das die Länge von der Schrittlinie bis zum Boden. Ist ein wichtiges Konstruktionsmaß. Innere Beinlänge wird hier mit 80 cm definiert. 80 cm sind ebenfalls einfach bezogen auf diese Seitenlänge. Und dann haben wir die Leibhöhe, Schritthöhe oder Sitzhöhe. Das ist immer das Gleiche. Ich nehme jetzt die Bezeichnung Leibhöhe. Und die Leibhöhe ist die Differenz der Länge und der inneren Beinlänge. Beim Raster ist es diese Strecke. Also die Seitenlänge ist von der Taille bis zum Boden. Die innere Beinlänge ist von der S-Linie, Schrittlinie bis zum Boden, und die Leibhöhe ist die Differenz dazu. Und hier ist die Differenz von innerer Beinlänge zu Länge, ist hier 26 cm. Das ist ein gemessenes Maß, das wird am Körper gemessen, und wichtig ist, dass es wirklich stimmt, weil sonst kann die Konstruktion nicht ausgeführt werden. Also das heißt, innere Beinlänge plus Leibhöhe geben die Seitenlänge der Hose. Bei der Hose haben wir noch zwei neue Maße, und das ist die Knieweite.
und die Fußweite. Und zwar sind das Maße, das sind keine Körpermaße, sondern da nehmen wir den Zentimeter, halten ihn ums Knie oder um den Fuß und bestimmen die Weite, die die Hose haben soll. Und beim Grundschnitt schauen wir einfach, dass nicht zu weit und nicht zu eng ist. Der Grundschnitt sollte nirgends aufstehen, aber er sollte auch nicht weit flattern, damit man wirklich auch noch die Form sieht. Und hier haben wir jetzt in der Grundschnittkonstruktion für die Knieweite 52 cm definiert und für die Fußweite 48 cm. Ja, das wäre die Beschreibung des Schnitts. Ich setze die mal da oben hin. Nehme die Konstruktion nochmals ein bisschen in die Nähe, damit klar ist, damit wir immer schön den Blick auf die Konstruktion behalten können. Und jetzt ist alles bereit, um loszulegen mit der Konstruktion an sich. Die erste Linie ist, wie immer, die hintere Mittellinie, die Rasterstartlinie. Und weil bei der Hose da von der hinteren Mitte noch Weite dazugegeben wird, damit die Hose dann wirklich auch ums Bein schließen kann, setzen wir die Rückenmittellinie etwas nach innen. Und zwar etwa 14 cm. Messen Sie vom Blattrand aus 14 cm und ziehen Sie sich einfach die gesamte Linie von oben bis unten. Bei mir ist die jetzt da schon gemacht. Und wenn das gemacht ist, dann startet die erste Konstruktionslinie. Die erste Konstruktionslinie ist gelegt und jetzt kommt der erste Konstruktionsschritt, TL, Seitenlänge. Rechtwinklig zu dieser Rückenmitte-Raster-Startlinie gibt es die Obergrenze des Rasters, der Punkt heißt T. Ich setze da mal noch den Pfeil, damit immer klar ist, wo wir sind auf der Konstruktionsmaßtabelle. Und TL ist die Länge, 106 cm. Da gibt es ebenfalls eine rechtwinklige Linie bei L und bei 106 cm und der Kreuzungspunkt heißt L. Der nächste Konstruktionsschritt ist TS. Innere Beinlänge, die ist 80 cm, gemessen von der Länge nach oben sind das 80 cm. Ich mache mir hier eine Bezeichnung und setze die rechtwinklige Linie, die kann bis zum Blattrand gezogen werden. Und der Kreuzungspunkt ist S. Das ist die Schrittlinie. Die Kontrolle ist jetzt, dass die Leibhöhe, die Differenz dieser Strecke, bei 26 cm ist. Ich messe das mal, damit klar ist, ob es auch wirklich stimmt. Ja, und es stimmt, es sind 26 cm S, T. Jetzt kommt die Kniehöhe. Lassen wir das. Jetzt kommt die Kniehöhe, die ist von unten her gemessen von
L nach S ein Zweitel des Betrags plus 6 cm. LS ist 80, ein Zweitel ist 40 plus 6 ist 46 gegen oben. Ich messe diese 46 von der Länge an gegen oben, zeichne mir eine Bezeichnung und setze die rechtwinklige Linie auch wieder bis zum Blattrand und der Kreuzungspunkt heißt K. Die nächste Linie ist SH, kommt die Hüftlinie und die ist im Verhältnis zu dieser Strecke, ist eine Berechnung, ist ein Drittel der Strecke ST. Und die Strecke ST ist 26 cm, das ist eben die Leibhöhe, ein Drittel davon sind 8,6 cm. Bei 8,6 cm mache ich mir eine Bezeichnung und setze die Hüftlinie. Jetzt ist die Rastereinteilung ist bereits gemacht. Jetzt kommt die Quereinteilung und zwar mit HH1, Hüftweite plus 1. Hüftweite ist 49 cm. Plus 1 ist 50 cm, also H, H1, hier der Kreuzungspunkt heißt H, H1 ist 51 cm. Ich messe diese Strecke und setze mir hier eine Bezeichnung. Ziehe die Linie durch. H1 und ich lege die rechtwinklige Linie bis nach oben auf Höhe T und bis nach unten auf Höhe S. Mehr braucht es nicht. Die Linienabgrenzung reicht da bei S. Ich verbinde da die S-Linie bis nach außen. Ziehe sie noch etwas weiter. Und die T-Linie, die ziehe ich bis zur vorderen Mitte Rasterlinie. Und ich bekomme hier den Punkt T1 und hier bekomme ich den Punkt S1. Jetzt kommt die Seitennaht. HH6 ist beim Schüpp, erinnern Sie sich, diejenigen, die die Konstruktion gemacht haben, ist ein Zweitel. Beim Schüpp ist genau die Hälfte. Bei der Hose nicht, ist es was anderes. Das Hinterbein ist etwas breiter als das vordere Hosenbein und deshalb ist hier H6 ein Zweitel HH1 plus 1,5 cm. Wir haben 50 cm, ein Zweitel ist 25 plus 1,5 cm ist 26,5 cm. Der Punkt heißt H6. Ich verbinde H6 in einer Hilfslinie mit einer Hilfslinie gegen die T-Linie. Und ziehe sie weiter bis zur S-Linie. Und da haben wir noch keinen Punkt, weil die Seitennahtlinie wird noch ganz leicht gegen vorne gekippt, damit die Hose schön am Körper sitzt. Das entspricht unserem Körper. Ich gehe da 3/4 cm gegen vorne und erhalte hier T4. Und T4 ist nun meine Hilfslinie, auf die ich die nächsten Punkte beziehe.
Dann kommen wir zu T6, T7. Das sind die Taillenpunkte, je 2 cm neben T4. Das heißt, im vorderen Hosenbein ist das T6 und im hinteren Hosenbein ist das T7. Und jetzt kann ich schon bereits die Verbindung nach H6 ziehen als Hilfslinien für den Hüftbogen. T7, H6 und T6, H6. Dann kommen die Hüftbogenpunkte auf der S-Linie, die Punkte S6 und S7, die sind je 0,75 cm neben der rechtwinkligen Linie auf H6. 0,75 gegen vorne, 0,75 gegen hinten und ich erhalte da S6 und S7 und verbinde die Linien mit H6. Das sind schon bereits die Hilfslinien für den Hüftbogen und den lege ich jetzt schon. Ich nehme die Kurve und lege sie von T7 nach H6. Ich habe hier auf der Hälfte ungefähr einen halben Zentimeter Rundung drauf. Und ziehe den Bogen weiter, schau, dass der Übergang bei H6 schön ist, nach S7. Das gleiche mache ich vorne. Ich verbinde H6, T6 auch etwa mit einem halben Zentimeter Hüftrundung und ziehe den Bogen weiter bis S6, sodass bei H6 ein schöner Übergang passiert. Das wäre schon bereits der definitive Hüftbogen. Und jetzt kommen wir zur Schrittlinie. Die hintere Schrittlinie, das ist eben die Linie, die von der Rückenmitte an, also von hier an, ums Bein gegen innen geht. Die Schritttiefe, die hintere Schritttiefe, SS2, hat eine Formel. Ein Viertel Hüftweite minus 2 cm. Die Hüftweite ist 50, ein Viertel davon ist 12,5, minus 2 cm ist 10,5. SS2, 10,5 cm. Der Punkt heißt S2. Und jetzt hier wird die Schrittrundung gezeichnet und damit wir bei S einen guten Betrag haben, damit die Rundung nicht zu flach und nicht zu steil ist, haben wir hier SS4 nochmals eine Formel und die heißt ein Viertel SS2. SS2 ist 10,5 cm, ein Viertel davon ist 2,6 cm. Ist S4. Dann kommen wir bei der Taille zu den Punkten für die hintere Schrittlinie. Bei T gehen wir 3 cm gegen innen, die ist abgeschrägt. Da haben wir die Gesäßform drin. TT2 ist 3 cm. T2. Und das verbinde ich jetzt HT2 in einer geraden Linie. Da nehme ich auch wieder den blauen. Das ist schon die richtige, definitive Linie. HT2, eine gerade Linie, und bei T2 gehe ich einfach noch 2 cm hoch und der Punkt da, der heißt dann T3. Und von H mache ich mir hier die Schrittrundung, die geht über S4 nach S2 und da bei der S-Linie geht sie so 1 bis 2 mm unter die Rasterlinie. Ganz, ganz wenig. Es sind
eben etwa 1 bis 2 Zentimeter. Ich nehme jetzt da die Kurve von S2 nach S4. Da gehe ich so ganz leicht runter. Dann drehe ich die Kurve und schaue, dass ich H anzielen kann, damit es mir dabei H dann einen schönen Übergang geben kann. So, glaube ich, sollte es gehen. Ja. Das ist schon bereits die hintere Schrittrundung. Oben auf der Taille sind die Punkte T3, T7. Das sind die Punkte für die Hilfslinie der Taille. Auf dieser Linie kommen dann die Abnäher, weil das ist natürlich noch zu weit. Wir haben hier jetzt 2 Zentimeter weg von der Seite, aber es fehlt dort dann natürlich noch die Taillierung und die kommt dann hier auf den Abnäher, auf der Taillenlinie als Abnäher. Das wäre bereits das hintere Hosenbein, oben schon fast fertig geplant, eben außer da. Und jetzt gehen wir zum vorderen Hosenbein. Jetzt verschiebe ich da ein bisschen, damit ich schön die Linien ziehen kann. Ich ziehe da das Ganze ein bisschen rüber, damit es besser geht zum Zeichnen. Die vordere Schrittlinie, die starten wir bei T. Und zwar habe ich hier T, da muss ich noch ein bisschen rüber, T5, 1 cm nach unten, T5, 1 cm und ich ziehe mir eine parallele Linie zur Rasterlinie. Die hat noch kein Maß, irgendwie 8, 10 cm lang. Dieser eine Zentimeter, den kennen Sie vom Schüpp, wenn Sie die Schüppkonstruktion gemacht haben. Da wissen Sie, dass unsere Taille und die von vorne, von der Vordermitte zur Seite, 1 Zentimeter Differenz hat. Also dieser Punkt liegt 1 Zentimeter höher. Bei der Konstruktion des Schüpps sind wir da 1 Zentimeter hochgegangen. Und bei der Hose gehen wir hier 1 Zentimeter runter. Dann ist die Differenz wieder da. Das ist T1, T5. Bei H1 gehen wir noch 5 mm gegen außen. H2. Das kann ich jetzt schon in einer geraden Linie verbinden. Das ist der obere Teil der vorderen Schrittlinie. Und die Schritttiefe des vorderen Hosenbeins ist auch wieder im Zusammenhang mit der Hüftweite zu sehen, ist S1, S3 ist ein Achtel Hüftweite. Die Hüftweite haben wir 50 cm und ein Achtel davon ist 6,25 cm. Ich messe das, 6,25 cm und bekomme hier S3. Die Rundung erhält ein Hilfsmaß, damit gleich wie beim hinteren Hosenbein, damit die Rundung nicht zu tief und nicht zu steil ist und nicht zu flach. Und zwar ist das ein Zweitel SS3. Das sind 3,1 cm im 45-Grad-Winkel wird das gelegt. 3,1 cm und hier erhalte ich S5. Jetzt habe ich hier auch alle Punkte für die Schrittrundung gelegt. Die geht von H2 nach S5 nach S3. Ich lege wieder die Kurve an und schaue, dass der Übergang bei H1 schön funktioniert.
sind wir da bei, die vordere Schrittrundung ist ebenfalls fertig. Die Taillenlinie, die fehlt noch. Wenn diese Teile gemacht sind, dann können wir die Hosenbeinmitte einzeichnen. Die Hosenbeinmitte ist eine wichtige Linie, weil auf diese Mitte wird das Bein konstruiert. Das muss schön in der Mitte unterhalb der oberen Teile liegen. Und die Mitte ist jeweils die Hälfte vom Schrittpunkt bis zur Seitennaht. Da haben wir hinten von S2 bis S7 die Hälfte, ist die Mitte der hinteren des hinteren Hosenbeins, und von S6 nach S3 ist die Mitte des vorderen Hosenbeins, die Hälfte. Ich messe da, dass die Strecke S7, S2 ist 36,6 cm. Die Hälfte ist 18,4. Ich mache mir da eine Bezeichnung bei 18,4. Der Punkt heißt M. Und ich setze da schon mal die rechtwinklige Linie an. Im vorderen Hosenbein ist die Hälfte von S3 nach S6. Das sind 30 cm. Die Hälfte ist 15. Der Punkt heißt M1 und ich ziehe die rechtwinklige Linie. Gegen oben und erhalte jetzt einen Kreuzungspunkt mit der Parallelen aus T5. Und dieser Kreuzungspunkt heißt T8. Wenn T8 konstruiert ist, können wir die Hilfslinie für die Taillenlinie ziehen und das ist die Verbindung von T8 nach T6. Und damit ist der obere Teil des Grundschnitts Hose DOB fertig. Ich ziehe noch die M-Linie bis nach oben, damit das auch gemacht ist, bis zur T-Linie. Diese M-Linie ist, wie gesagt, die Hosenbeinmitte. Es ist auch die Bügelfalte. Es ist der Fadenlauf, ist eine wichtige Linie. Jetzt, wenn die M-Linie gemacht ist, dann kann ich weitergehen bis zum fertigen Hosenbein, bis zum unteren Hosenbein. Ich ziehe mal die M-Linie weiter. Über die K-Linie, beim hinteren und beim vorderen Hosenbein. Dann verbinde ich die K-Linie, ich ziehe sie rüber bis zum Blattrand, sicher über die M-Linie des vorderen Hosenbeins. Und ich bekomme im hinteren Hosenbein bekomme ich hier K2 und im vorderen Hosenbein bekomme ich K1. Und wenn ich die Punkte habe, dann kann ich das Hosenbein konstruieren. Und zwar ist es wieder so, dass es eine Formel ist, abgeleitet von der gesamten Knieweite von 52 cm, die wir da am Anfang definiert haben. Das hintere Hosenbein ist wieder etwas weiter als das vordere Hosenbein. Gleich wie oben ist ja auch das hintere Hosenbein etwas weiter. Und zwar heißt die Formel beim hinteren Hosenbein ein Viertel Knieweite plus 1 cm und im vorderen Hosenbein ein Viertel Knieweite minus 1 cm. Und wir haben die Knieweite 52, ein Viertel ist 12
plus 1 Zentimeter ist, ist 13, ein Viertel von 52, je nochmal, ein Viertel von 52 ist 13 Zentimeter, plus 1 Zentimeter gibt 14 im hinteren Hosenbein und im vorderen Hosenbein minus 1 Zentimeter gibt 12. Also ich messe das mal, ab K2 14, auf beide Seiten und ab K1 12 auf beide Seiten. Ich kann diese Punkte bereits in geraden Linien, als gerade Hilfslinien verbinden. Die ziehe ich später. Die ziehe ich später. Und zwar heißen die Punkte, die heißen K7, K6, K5 und K4. Die Kniepunkte sind gemacht. Ich gehe jetzt zu den Fußpunkten. Zur Fußweite. Als erstes verlängere ich die M-Linie bis zur Länge. Die hintere und die vordere. Ich habe auch hier eine Formel, und zwar ist es im hinteren Hosenbein ein Viertel Fußweite plus 0,75 cm und im vorderen Hosenbein ist es ein Viertel Fußweite minus 0,5 cm. Die Fußweite haben wir definiert mit 48 cm, ein Viertel wäre 12. Das heißt, im hinteren Hosenbein ist es 12,75 pro Seite. Und im vorderen Hosenbein ist es 11,25 pro Seite. Ich messe das ein. 12,75. Beide Seiten. Und im vorderen Hosenbein 11,25 auf beide Seiten. Die Punkte, die heißen L7, L6, L5 und L4. Die Verbindung mit dem Knie. Die Verbindungen zum Knie sind gerade, und das sind schon die definitiven Linien, K7, L7, eine gerade Linie, K6, L6, eine gerade Linie, K5, L5, eine gerade Linie und K4, L4, eine gerade Linie. Da ziehe ich noch die Knielinie bis ganz nach außen, damit ich den Schnittpunkt L4 auch wirklich habe. Gegen unten ist das Bein bereits fertig. Jetzt schauen wir uns da die Linien noch an. Die inneren Hosenbeine von K7 nach S2 und von K4 nach S3 erhalten eine leichte Polung, und zwar etwa 0,75 cm auf der Hälfte,
Ich schaue, dass bei K7 ein schöner Übergang passiert, dass da keine Ecke entsteht. Dann kommt die gleiche Rundung, die gleiche Linienführung von K6 nach S7. Ich schaue, dass die Kurve etwa 3-4 cm unterhalb von S7 bereits schon die Hilfslinie kreuzt. Ich ziehe da die Rundung und drehe die Kurve, damit der Übergang bei S7 schön harmonisch verläuft. Das gleiche mache ich von K5 bis S6. Ich lege die Kurve wieder an, etwa mit 0,75 cm Holung und ziehe die Linie bis etwa 6-7 cm unterhalb S6, drehe die Kurve und mach mir die Verbindung. Jetzt fehlt nur noch die vordere Linie. Da ziehe ich jetzt das Blatt etwas rüber, damit ich die Linie schön ziehen kann. Zuerst wieder die gerade Verbindung von S3 nach K4, die Hilfslinie. Der inneren Beinnaht des vorderen Hosenbeins und ich verbinde mit einer leichten Holung etwa 0,75 cm auf der Hälfte S3 nach K4. Damit wäre die Hose gegen unten fertiggestellt. Jetzt kommt noch die Taillierung. Und zwar möchte ich ja 37 cm plus 1 haben, 38 cm. Das ist, was ich haben möchte. 38 cm. Jetzt schaue ich zuerst, was ich denn hier erhalten habe aus der Konstruktion. 8,5, 21,5, 21,5. Und ich habe hier 43 cm. Ich habe 43 cm und ich möchte 38 cm haben. Das heißt, ich habe eine Differenz von 5 cm und diese 5 cm, die sind meine Abnäher. Ich verteile die im Vorderteil 2 und im Rückenteil 3. Zentimeter. Ich nehme da die Hälfte von im Vorderteil von T8 nach T6. Das sind 13,6,5 und ich ziehe mir auf die Taillenhilfslinie eine rechtwinklige Linie. Die ist 8 cm lang. Und ich messe den Abnäher ein, 2 cm auf beide Seiten und kann ihn schon einzeichnen. Da habe ich 2 und da habe ich 8 Länge. Im hinteren Hosenbein ist die Hälfte von dieser Strecke. Da habe ich die Hälfte. Ich ziehe mir die rechtwinklige Linie auf die Taillenrasterlinie und die ist 12 cm lang. 12. Und ich möchte 3 cm, das heißt, ich mache mir je 1,5 cm Abnähertiefe. Und jetzt wäre es schon bereit für noch die Taillenrundung, aber bevor ich die lege,
kontrolliere ich nochmals, ob die Länge auch wirklich 38 cm ergeben hat. Dann kann ich noch die Schlusslinien ziehen. Ich habe hier 21. Und hier komme ich auf 38. Es stimmt also. Genau. Und wenn das gemacht ist, dann ziehe ich die Taillenrundung. Sie kennen es noch von den Jib-Taillenlinien her. Die geraden Linien sind immer nur Hilfslinien. Die Taille bekommt eine leichte Rundung, damit sie dann auch schön durchläuft. Von T3 zum Abnäherschenkel. Vom Abnäherschenkel nach T7, von T6 bis zum Abnäherschenkel und vom Abnäherschenkel nach T8. Das wär's, die Grundschnittkonstruktion der Hose DOB mit allen Punkten, allen Linien. Ich hoffe, Sie konnten folgen und Sie können Ihren Grundschnitt mit Ihren Maßen. Natürlich sind das dann andere Maße da oben, mit denen Sie den konstruieren, ausführen.